Johanna Donal in einem Interview mit dem Journalisten Peter Huemer im Jahr 2001. Im Zeitraum von Johanna Donals Regierungstätigkeit war der Anteil der weiblichen Studierenden von 34% auf 49% angewachsen. Für Johanna Donal war das nicht zuletzt Resultat der Bildungsoffensive der 70er Jahre unter der Regierung Kreisky. Das ist deswegen so wichtig, weil das auch Vorbilder waren. Und das wurde als politisches Programm auch als Vorbild hingestellt. Und wenn das nun in das Gegenteil sich verkehrt, dann weiß ich nicht, ich kann es ja nicht abschätzen, aber ich befürchte, dass dann die Bilder, die die Mädchen, die heute in den Schulen sitzen, bekommen, andere sind. Das Kuriose, was Johanna Donal 2001 befürchtete, trat bereits wenige Jahre später ein. Die ausgewogenen Bildungschancen für Frauen und Männer an den Unis, aber nicht nur dort, gehörten bereits wieder der Vergangenheit an. Allerdings gerade umgekehrt, als von der Ministerin einst befürchtet. Heute gibt es an der zahlenmäßig größten Universität im deutschen Sprachraum, der Universität Wien, nur knapp 30% männliche Abschlüsse im Bachelor, im Master und im Diplomstudium und gesamt gesehen in Österreich nur ca. 40%. Was aber würde diese hochintegre Ministerin dazu wohl heute sagen? Danke für Ihr Interesse.